Leva tohiere ek reist igons hartlich und heiti welkom zu dieser Korte Bibelbetrachtung. Für nu lese ich 1. Petrus, das 5. Kapitel, der 1. Feiervage. Du sagst noch eine Ermahnung an alle Ältesten, mank jünd. Ich sehe auch ein Ältester und hab gesehen, wo Christus leiden muss, und soll auch an der Herrlichkeit teilnehmen, die bald von Dach kommen soll. Sagt für Gott seine Herr, über der Herr jünd gesagt hat, nicht gedwungen. Dat jere nicht uit je wensucht, aber leiftolig aus dem Dienst für den Herrn. Je zal ook nicht te streng über de Herr Herd zennen. Je zal an jün seine kennen, wo sie leven zal. En wann de bovenste hoort komen wordt, wo je eine Ehrenkroon schrie, die ewig blijven wordt. So hier habe ich ein paar Ermahnungen und Mutmachungen und Anweisungen für die Ältesten. Petrus selbst als ein Apostel sagt, dass er ein Mitältester ist. Er wie Apostel, aber er nennt sich auch ein Mitältester. Er sagt, das will er sagt, er hat ein Reich, je hier zu werden, weil er hat Jesus sein Leben mit einer Uhr gesehen. Hei wir nicht irgendwer, hei wir einer, der mit Jesus taubgewasst wird und alles mit erlebt hat, was Jesus die 3 Jahre in seinem Dienst erlebt hat. Wo die Menschen am aufgewiesen, verspart und jenen am rebelliert haben und wo sie am eng angebracht haben. So, in diesem Sinn, wie hei einer, ab den gehört worden soll, in da wenn Ermonde, der Mitältesten, was sie sollen tun. Petrus hat auch die Herrlichkeit Jesu Christi gesehen. Er war ein von denen, der ab dem Bauch war, als Jesus verklärt ward, und wo er dann ein ganz klein bisschen schmecken konnte davon, wo die Herrlichkeit mit Jesus Christus nochmal wird sein. In diesem Sinn, wie er eine Autorität, er hat erfahren, er hat selbst mit Jesus gelebt, und darin kann er den anderen Mitältesten auch ermahnen. So dann sagte er ihm, dass sie sollen, der Herr Gottes, wahrlich heide. Das meint, diese Gläubige, diese Christen, und was Paulus schrieben hat, wird sehr verfolgt. Und ihr großen Druck von der Welt. So, in diesem Sinn wird es sehr wichtig, dass die Ältesten ungeehrt verabt gingen. Dass sie mutweise und nicht abgeben werden, so dass sie Menschen, die ihnen sagen, ein gutes Beispiel und ihnen sein können. Ein Beispiel von Glauben, ein Beispiel von, wo man abrechtig leben wird, und ein Beispiel, wo man als Christ wandelt. So in diesem Sinn sollen sie nicht gedwungen, der Herr Gottes heide, sondern sie sollen dort von Horte tun. Ganz besonders sollen sie nicht darum gehen, irgendeine besondere Stahlung zu haben, die vielleicht noch gut Geld einbringen, sondern von Horte. So keiner, der in einem Dienst, in einem Ältestendienst eintreten wird, sollen tun, weil Menschen sagen, dass er die Gaufe zu haben, oder dass er ein guter Ältester sein, oder ein guter Diener, oder irgendwas in dem Sinn, sondern die sollen tun, weil Gott am den Händen gerobt hat. Weil Gott am den Händen gestellt hat. Und wie sehen wir dort hier waren, dass es nicht ein Ältester bloß ist, sondern da sind immer mehr Ältester in der Gemeinde. Da ist nicht der Dienst von bloß einen. Und da ist auch nicht bloß einer, der den Namen Ältester trägt. So diese Menschen, die Gott irgendwie raubt, nur die Menschen zu sein und ihn zu versorgen. So, die du Gott deine, die du ab diesem Ort tun, die waren, wenn Jesus Christus zurückkommt, ein großer Lohn haben. Wie sie deine nicht für sich selbst. Sie tun auch nicht ihre eine Herde besorgen und nur die Chicke, sondern du hast ein Oberhirte oder Erzhirte, Jesus Christus.
Dort ist der, der wirklich am letzten Ende verantwortlich ist für seine Gemeinde. In Levatauhira, er checkt auch nur deine Seil. Er ist der höchste Hort, der ganz persönlich nur dein innerliches Wohlbefinden checkt. Er ist der Erzhirte. Hier bei ihr kann auch nicht der Älteste, jeder Mensch, der vielleicht eine Gemeinde ist, kann jeder mal dort mitfeilen und alle dort miterleben, was die Gemeindeglieder miterleben. Aber der Erzhirte, der Oberhirte, der kann dort und er checkt nur jeder einem ganz persönlich. Und er arbeitet durch seine Oberer, durch seine Älteste, durch seine Diener in der Gemeinde. Und wenn der Tritt kommt, dann soll ein großer Lohn sein für den Dienst, den Menschen hier bei ihr für Jesus getan haben. So, dort ist die große Hoffnung. Und dort motiviert auch, den Dienst wieder zu machen und den Gott zu machen, als für Gott, nicht für Menschen, nicht für Geld, nicht für Ansehen, sondern für Gott, dem der Herr die Herde hat. Mach wie ab diesem Ort Arbeiter in deine. Vor dem Himmel, wir danken dir, dass du Jesus Christus aus den Oberhirten eingesetzt hast, dass er seine Gemeinde checkt hat und dass er versprochen hat, die Gemeinde wird bestehen bleiben und du wirst nicht sein, was die Gemeinde überwinden wird. Vielen Dank schön dafür. Und help uns, deine Gemeinde zu schätzen, deine Gemeinde zu leben und dich zu besorgen nach deinem Willen. Amen.